Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Zuffenhausen. Benni, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. 50 Jahre Porsche Turbo Workshop steht heute bevor. Hier mal Turbo Nummer 1. Wir werden heute einige Turbos fahren. Ja. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Ist aber ganz egal, weil die Autos sind zum Fahren, da habe ich gelernt. Und Spaß macht es auch bei schlechtem Wetter. Spaß macht es eh immer, muss man einfach sagen. Weil, wenn es um Spaß geht, ist die Marke Porsche einfach ganz vorne. Wir sind hier wieder in den Heiligen Hallen. Nico und ich sind ein bisschen rumgelaufen und haben schon wieder ein paar wilde Ideen gehabt, welches Auto wir gerne wann, wie, wo, irgendwo gerade bewegen würden in unseren größten Träumen. Ja, weil du guckst auf manche Autos drauf und denkst ja so, ah. Und wir haben gerade auf dem Hinweg noch, Nico auch sehr autointeressiert ist, dann fängt man ja mittlerweile an und überlegt sich so, welche Generation von GT3s, Turbos und so weiter, ja, gab es eigentlich überhaupt erst. Ja. Ne? Haben dann festgestellt, 997 GT3 RS 4.0, gucken mobile rein, 600.000 Euro, ja, so gar nicht auf dem Schirm, ja, gehabt. Ne? Ja. Und dann kommst du halt hier rein, da steht einfach einer. Ne? So, ne, nicht nur einer. So, that one there was a violation, personally I wouldn't have it. Nicht nur einer, gestern noch drüber gesprochen und ja. Ja, so, bevor wir wieder hier Stunden schweifen, genau. Erzähl mal. Ja, herzlich willkommen bei uns hier in Kallenberg bei Zuffenhausen. In unserer Lagerhalle. Heute fokussieren wir uns auf das Thema Turbo in seinen Variationen. Hier starten wir quasi mit Turbo Nummer 1. Der bleibt auch hier drin stehen. Den fahren wir in der Regel nicht. Es ist ein Ausstellungsauto. Der hat mal Luise Pirch gehört. Die Tochter von Professor Ferdinand Porsche. Er hat unsere Firma gegründet. Das war ihr Auto. Man hat ihn geschenkt und gebaut für Luise. Es ist der erste 911 für die Straße mit einem Turbolader. Man hat im Motorsport Erfahrungen damit gesammelt. Es gab einen Michael May, der hat die berühmten May-Turbos gebaut auf Ford Capri-Basis. Der war auch hier in Stuttgart. Und man hat mit ihm zusammen an dieser Turbotechnologie im Motorsport und für die Straße gearbeitet. MyTurbo im Capri war, keine Ahnung, wie heute so ein HGP im R32 oder im VR6 oder halt Teile von Alos. Das war wirklich eine Marke. Und mit den Erfahrungen von Ingenieuren und aus dem Motorsport hat man was für die Straße gebaut. Hier noch mit 2,7 Liter Motor. Später hatte der ja 3 Liter und hat etwa 240 PS. Noch sehr rudimentär, noch ohne Ladeluftkühler, mit einer sehr speziellen Farbkombination, passend zu unseren Polos heute oder zu meinem Polo heute. Und warum wir den nicht fahren, ist es der erste Turbo mit dem 911, im 911 und vor allem ist der Wagen im Erstlack original, unrestauriert. Darum wird er gehegt und gepflegt. Also es ist nicht der allererst gebauteste Turbo, aber es ist die erste Generation von Turbo. Es ist tatsächlich der erstgebaute Turbo. Ach, der erstgebaute Turbo? Für die Straße, ja. Es ist der erstgebaute Turbo. Noch mit schmaler Karosserie. Ach so, okay. Ja, ja, das ist natürlich dann, was halt auch geil ist, man baut einen Turbo, was ja bei euch immer wirklich so die Spitzenklasse, genau, war. Ein Außenspiegel nur, ne? Da sieht man mal einfach, wie puristisch das. Also, man hat einfach gar keinen Wert drauf gelegt, einen zweiten Außenspiegel zu haben. Man hat ja gereicht. Du hast in der Mitte ein und ein Außenspiegel. Vor allem in den 70er Jahren war ja der Beifahrerspiegel eigentlich unüblich und vor allem keine Pflicht. Den gab es erst später und der wurde erst, wenn nicht sogar Ende der 70er, Mitte der 80er zur Pflicht. Hat lange noch Aufpreis gekostet. Ne? Aber ehrlich gesagt, im Turbo brauchtest du selten den Rückspiegel, weil viel konnte da nicht auftauchen. Und der ist komplett so. Original. So original, ja, nichts lackiert, gar nichts? Ja. Boah, Fringe. Obwohl ja, ich sehe schon hier Österreich-Aufkleber und so ein bisschen. Das heißt, der wurde ja auch richtig. Der wurde gefahren. Der wurde richtig gefahren. Wie viele Kilometer hat er jetzt? Entweder 32.000 oder 3.200. Lass mal schauen. 32.000 sind es. Boah, ja, krass. Wahnsinn. Das heißt, hiermit ging diese ganze Turbo-Ära bei euch auf der Straße los. Also vorher Rennsport, hier aber auf der Straße. Genau. Wie fährt das? So wie man sich das eigentlich vorstellt von den Erzählungen, ne, dass das erstmal kommt, passiert nichts und plötzlich zieht das Ding los wie vom Gummiband gezogen. Das werdet ihr unterwegs auch erfahren, weil ihr fahrt nachher eine 930 Turbo, also eine 911 Turbo, sehr früh, das ist eins der ersten 50 Autos. Die sind noch sehr, man hat die ja Witwenmacher genannt, weil die so in ihrer Leistungsentfaltung recht explosiv waren, vor allem bei Nässe. Heute ist es nass. Von daher bitte Vorsicht. Weil klar, logischerweise kein ESP und gar nichts. Haben die damals in den 70ern schon ABS gehabt? Nein. Auch noch nicht. Ja. Und was wir einfach heute auch zeigen, ist nicht nur 911 Turbos. Bis hin zum Taycan Turbo fahren wir alles. Für uns bedeutet einfach Turbo nicht einfach nur ein technisches Bauteil. Es ist schon immer eine Philosophie. Also als ich bei Porsche angefangen habe, sprach man immer intern von 911 Top oder Panamera Top. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn dieses Top?
Das ist das Topmodell, das ist der Turbo. Weil da packen wir immer die Dinge rein, die sonst keiner hat, also die technischen Innovationen. Ob es jetzt im 997 der erste Benzinverbrenner mit einem VTG-Lader ist, ob es Keramikbremsscheiben sind. Alle Innovationen kommen erstmal in den Turbo. Also es ist für uns vor allem eine Philosophie. Okay, das heißt, wir machen einen kleinen Roadtrip. Eine philosophische Tour. Eine Reisegruppe, wir switchen immer die Autos. Mit was fangen wir an? Mit was fangt ihr an? Mit dem Taycan Turbo. Ah, genau. Taycan Turbo. Jetzt müssten eigentlich jegliche Alarmzeichen angehen. Normalerweise, logischerweise Elektro, voll Elektro, kein Turbo. Aber wie du gerade schon gesagt hast, bei euch ist Konzern Turbo ein Begriff, der einfach immer für die Top-Ausstattung steht. Genau, das ist vor allem schon immer eine Philosophie für uns gewesen. Das habe ich vor vielen Jahren auch gelernt. Turbo bedeutet für uns einfach mehr als dieses Bauteil. Es ist für uns eine ganze Modellgeneration oder ein ganzes Derivat, das einfach immer das Beste vom Besten in sich trägt. Okay, let's go. Viel Spaß. Wir starten als allererstes mit dem Taycan. Nico, du darfst fahren. Alter. Ich bin Taycan schon gefahren, deswegen darfst du jetzt ran. Das ist nett, danke. Erstes Mal Taycan, ja. Ja. Und auch vorher nie so richtig mal Elektro gefahren. Aber ich bin schon baff. Es ist schade, wir waren jetzt ein bisschen im Zeitdruck, dass wir die ersten Meter nicht direkt mitnehmen konnten, weil ich muss sagen, es ist schon ganz anders irgendwie, ne? Ja, das Erste, was man überhaupt erstmal beim Elektroauto raffen muss, ist, wie man überhaupt losfährt, ne? Weil du musst halt genauso auf D gehen zum Losfahren. Du hörst aber nicht, dass der Motor angeht. Genau, das heißt, das hat mich gerade auch irritiert. Ich dachte so, irgendwo muss ein Knopf sein, wo steht, das Auto ist an. Aber nee, einfach reinsetzen und Gang rein. Das ist übrigens der brandneue Taycan. Mhm. Das heißt, allererste Mal hat Porsche sich dazu entschieden, das Wappen mal in der Tradition zu machen. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Dann ist es das allererste Mal, das gab auch wirklich harte Diskussionen mit dem, ich nenne ihn jetzt mal, mit dem kleinen Stick zum Losfahren. Mhm. Weil die Porsche-Fahrer halt natürlich immer gewohnt waren, den Schlüssel links vom Lenkrad ins Schloss rein. Ja, ja. Dann gab es irgendwann Keyless Go. Das heißt, in dem Moment hat man Folgendes gemacht. Man hat immerhin links den Starter gemacht. Mhm. So zum Zündung an- und ausmachen. So. Okay, verstehe. Ja. Und das ist jetzt komplett abgeschafft hier. Aber sonst schon schöner, aufgeräumter. Ja. Was mich schon die ganze Zeit anlächelt, ist dieser Drive-Mode-Knopf. Wir sind jetzt gerade in, ja, jetzt sind wir normal. Sport Plus. Boah, okay. Der klingt auch ganz anders dann, ne? Ja, ja, klar, du musst auch eigentlich, das ist ja bei Porsche eigentlich Standard, direkt auf jeden Fall auf Sport Plus gehen. Ne? Welche Modi kannst du da durchklicken? Genau, Sport, Normal, Range, aber ich denke, Sport Plus, das ist der interessante. So, jetzt Autobahn. Alter, das ist ja mal direkt. Also. Und je langsamer du fährst, je krasser ist dieser Kickdown. Alter, okay, Wahnsinn. So, und dann gibt es auch noch, ich glaube, du kannst ja auch noch drauf drücken. Jo. Allein das Geräusch, ne? So. Alter, das ist ja wie Star Wars. Das ist ja geil. Ich werde nie vergessen, als der Taycan damals frisch rauskam, da bin ich bei Jean-Pierre im Taycan mal mitgefahren. Mhm. Und da weiß ich, war dieser Sound, dieser Warp-Sound, wenn du mit dem Ding losfährst, ne? Mhm. Der war so. Das ist wie in Star Trek, wenn die auf Warp-Geschwindigkeit gehen. Mittlerweile ist man da halt ein bisschen dran gewöhnt, aber das war halt wirklich damals Maß der Dinge. Aber es ist dran gewöhnt. Ich fahre ja auch nur alte Autos, deswegen ist es für mich auch gerade cool und neu. Aber ja, Elektro auch eh hartes Thema so für die Autowelt. Ja, was halt, also was mir beim Elektrofahren immer fehlt, ist halt, dass du jetzt nicht so einfach mal so runterschalten kannst, also, weißt du? Oder halt auch gar nicht runterschalten musst, weil es halt einfach direkt losgeht. Aber ich bin gespannt jetzt so nach ein paar Metern, ob du sagen würdest, ist cool oder ist nicht cool. So. Das Ding ist, ich sehe es so, warum kaufst du dir einen Porsche? Was willst du fühlen damit? Klar, wenn du jetzt ein bisschen durch die Stadt fährst und möglichst Komfort haben willst, aber trotzdem so ein geiles neues Gefühl, dann ist das dein Auto, ne? Aber ich muss sagen, dafür bin ich noch zu viel Petrolhead. Ja, ich glaube aber auch, dass mit der Marke Porsche halt natürlich viele sportlich unterwegs sein assoziieren, aber für viele ist Porsche halt einfach auch ein Lifestyle und einfach eine Marke, die man haben will. Definitiv. Das stimmt. Take the exit to the right. Check. Copy.
Box, Box. Wo ich ein großer Fan bin ich ganz ehrlich, ist Sitzbelüftung. Ja, Mann. Sitzbelüftung, muss ich wirklich sagen. Das ist ein Game Changer. So für den Sommer und gerade wenn man viel unterwegs ist, von A nach B in so ein Auto reinhuscht, schon gerade ein bisschen am Schwitzen ist, ist das halt echt geil. Ja, das ist schon cool, das muss man sagen. Und was ich auch cool finde, ist, dass es bis heute beim Chrono durchziehen mit der Uhr vorne oder? Ja, sonst neuer Taycan. Alles digital. Touch. Ach, du hast da. Oh, das hab ich gar nicht. Du kannst es gar nicht sehen, ja. Nee. Du kannst es nicht sehen. Ist aufpreispflichtig hier nochmal ein dritter Display. Selbst wenn wir hier rüber gehen. Nee, selbst dann sieht man schon, dass man es nicht mehr sieht. Da ist eine Folie drauf, dass es wirklich nur der Beifahrer sehen kann. Also ich finde den Sound vom Bremsen fast geiler als vom Gas geben. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde halt auch immer, man merkt in diesen Elektroautos wirklich gar nicht mehr, dass so ein Koffer 2,5 Tonnen wiegt. Und ich glaube, das macht es vielleicht sogar gefährlich, weil ich glaube, das Auto gibt dir ja direkt eine extreme Sicherheit. Und ich glaube, wenn man sich da zu sehr überschätzt, dann... So, bist du ready? Ja? Jo. Ja, das ist halt das Kranke bei Elektro ist die Traktion. Ja. Dadurch, dass du so einen Elektromotor einfach viel digitaler, sanfter, besser regeln kannst als einen Benzinmotor. Weil beim Benzinmotor ist es halt einfach immer so, es muss erstmal überhaupt etwas verbrannt werden, damit die Kraft da ist. Beim E-Motor macht man einfach nur Schalter auf, Strom auf dem Motor und Power ist da. Es ist wirklich so losfahren. Und dementsprechend sanft kann man das auch regeln, wenn ein Rad durchdreht, dass man halt dementsprechend das viel, viel geiler rein regelt. Aber sonst hier auch so einer wird garantiert, also ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf, aber ich denke mal, ein aktueller Taycan Turbo wird auch irgendwo im 3-Sekunden-Bereich nur 100 machen. Also damit man diese Beschleunigung mit dem Benziner hat, ist das schon... Aber du merkst direkt, klar, dass er immer noch natürlich nach vorne schießt, aber so diesen absoluten Peak hat er wirklich halt echt ganz unten. Ne? Beim Reintreten, ja. Das Drehung mit einfach am höchsten. Deswegen schockt das in Anführungszeichen noch so doll. Geil ist aber, wie sie den Ton jetzt auch so mitnehmen. Ne? Also das ist so hochfrequenter, wenn er anfängt ein bisschen zu drehen, wird der Ton ein bisschen weniger. Ja. Also man versucht auch schon so ein bisschen eine Motordrehzahl in diese zu simulieren, ne? Reinzubringen, ja. In den Ton. Also es sieht so aus, als wenn wir jetzt Tuning-Treffen bei Lidl machen. Naja, als wenn wir jetzt wechseln. Aber Zusammenfassung, Nico, was hast du? Witziges Ding, also wie ein Spielzeug, ne? Also, aber jetzt so, wenn du nur Elektro oder nur Benzin fahren dürftest? Ja, nur Benzin. Und aber als Ergänzung? Als Ergänzung geil. Schon cool. Ja, definitiv. Und Leistung ist halt, jetzt muss man natürlich auch immer fairerweise sagen, die viel Leistung, viel Beschleunigung ist halt einfach immer geil. Ne? Ja, das ist einfach so. Ne? Ja. Wenn das Ding jetzt nicht beschleunigen würde, würde man auch anders drüber denken. Aber so dieses direkte, dieses Anknacken, dieses nach vorne springen, ist halt einfach immer cool. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Wir gucken mal. Mal gucken, welches Auto jetzt auf uns wartet. Schade, dass das Wetter nicht mitspielt. Aber davon lassen wir uns nicht runterziehen. Weiter geht es, glaube ich, mit dem 39. Kurz Erläuterung, 39. 39 war einfach nur die Modellbezeichnung für den ersten 911 Turbo. Gab es als 3 Liter, als 3,3 Liter. Ich glaube, wir kriegen hier einen von den ersten. Das heißt 3,0 Liter, 260 PS. Das müsste, glaube ich, sogar ein Viergang. Schaltgetriebe sein, damals aber schon in 5 Sekunden auf 100 und der hat keinen Ladeluftkühler, gar nichts. Das heißt, das muss ein Auto sein, was so richtig nur 0 oder 1 fährt. Das heißt, gar nichts. Turbo, bei dem Wetter, drehende Räder und Baum. Das werden wir natürlich heute nicht machen. Ne? Aber bin auch so ein Auto nie gefahren, bin wirklich gespannt, weil nicht umsonst heißt dieses Auto Witwenbacher, wie Benni auch schon gesagt hat. Das muss so... Ja, also viel puristischer kann man, glaube ich, ein Straßenturbo-Auto nicht fahren. Also bin wirklich gespannt, was jetzt gleich geht. Ich freue mich drauf. Jetzt geht los. Puristischer geht's nicht. 39 Turbo, 3 Liter Schalter Turbo ohne Ladeluftkühler. Let's go. Bin wirklich gespannt. Das ist schon jetzt ganz, ganz anderes. Also so kompletter Kontrast, ne? Der Witwenbacher. Also Leute, wie ich schon vermutet hatte, haben wir hier tatsächlich ein Vierganggetriebe. Das ist übrigens die Heizung. Ah, ja. Warum Mitteltunnel? Weil luftgekühltes Auto hat gar kein Wasser. Das heißt, auch die Heizung läuft über.
warme Luft vom Auspuff. Das heißt, der Auspuff ist in so eine Schale eingepackt. Und diese Luft um den Auspuff wird dann in den Innenraum geblasen, darüber läuft die Heizung. Ja. Krass. Hammer. 3 Liter, 260 PS, tatsächlich kein Ladeluftkühler, kein ABS, kein ESP, einfach gar nichts. Geil. Aber das ist halt krass. Überleg mal, in den 70ern ein Tacho bis 300. Das ist halt schon der Wahnsinn. Ja, selbst heute, ne? Also 260 PS auf das Gewicht ist ja wirklich schon richtig Saft. Boah, ist ganz schön warm hier drin, ne? Ja, also in Sachen Sitzkomfort und allem, wie man hier drin sitzt, so gerade und alles. Ich finde diesen Leerlauf irgendwie richtig geil. Alter, elektrische Fenster hier, wa? Ja, da war Porsche schon, aber von erster Sekunde an. Ne? Also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Bude hier einigermaßen. Von hier, ne? Keine Sau. Geil. Das darf man halt auch bei sowas immer nicht vergessen. Wenn man hier doch mal ein bisschen quer kommt oder ähnliches, da musst du halt schon richtig das Lenkrad fassen. Ich habe auch mit Absicht mich wirklich in Rennposition gesessen. Mhm. Das heißt, meine Füße stehen eigentlich schon 90 Grad. Also eigentlich sitze ich viel zu nah dran, aber sonst bin ich vom Lenkrad einfach viel zu weit weg. Also ich weiß nicht, ob damals die Leute irgendwie kürzere Beine gehabt haben oder. Bist du schon mal eine stehende Pedalerie gefahren? Dass die Pedale so stehen? Und nicht hängen? Boah, ich glaube nicht, ne. Weil es tritt sich in dem Moment ja ganz anders. Also ein Pedal, was hängt, trittst du ja so. Mhm. Und ein stehendes Pedal trittst du ja so. Also du trittst es hinten eher auf den Boden. Muss man sich auch immer erstmal gewöhnen. Ist bei dem Auto nicht ganz so schlimm. Finde ich persönlich ist am schlimmsten bei 964 zum Beispiel. 964 finde ich, ist dieses stehende Pedal noch mal krasser. Auch geil, wie der Drehzahlmeister selber, was der für eine Party abfeiert wurde. Ja, das ist so richtig Autofahren pur, ne? Ja, noch mit 2 Hebel. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie so. Sieht aus wie so irgendwie. Wastegate-Regelung, oder? Sieht eher aus wie so ein. Nee, das wird das Warmlaufen und so. Ja, genau, wird auch irgendwas so. Guck mal, wie lang der erste Gang ist, ne? Ja, okay, wir rollen jetzt auch nur 5 km/h. Ja, aber trotzdem, man müssen wir gleich mal gucken. Man merkt ja beim Anfahren, wie kurz oder ja, wie lang so ein Gang ist. Und ich dachte schon die ganze Zeit wirklich, wir fahren im dritten. Guck mal. Ja, okay. Da kommen die Rennsportgene durch hier. Ich bin ja eh so ein Drehzahlfahrer. Das heißt, safe hier mit Innenstadt, erster Gang nur. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe auf jeden Fall Respekt vor dem Auto. Mhm. Weil ich will nicht derjenige sein, der einen der ersten 39 Turbos kaputt fährt. Ich habe gesehen, hier sind auf jeden Fall relativ grob stollige profilierte Reifen drauf. Das wird also nicht das Problem sein, aber. Was schon cool ist, das muss man gleich auf den ersten Metern schon mal sagen, ist, ein 3 Liter 6-Zylinder ist halt einfach ein 3 Liter 6-Zylinder. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass das Ding irgendwie, nur weil es ein Turbomotor ist. Das Auto ist übrigens 6,5:1 verdichtet. 6,5:1. Heute würde man den Motor ausbauen, weil man denkt, der ist kaputt. Mhm. Damals hat man das halt einfach so gebaut, weil man sich einfach noch nicht sicher war, wie klopffest ist so ein Motor, beziehungsweise wie bekomme ich so ein Auto mit einem Turbo als Konzern standfest. Und da ist natürlich immer die einfachste Variante, erstmal Verdichtung runter, um einfach generell Thermik aus diesem Motor rauszukriegen bei der Verbrennung. Zumal auch luftgekühlt. Ne? Also es wäre jetzt irgendwie für mich schon fast undenkbar, dass man da, also. Ja, wobei wir haben gelernt, die Luftkühlung an sich ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ist ja schon in dem Moment eine Zwangsluftkühlung. Ja, okay, also das stimmt, heißt, ja. Man hat ja ein Gebläse, welches über die Motordrehzahl angetragen ist. Das Problem ist eher nur die Brennraumtemperatur. Also der Motor an sich ist von der Thermik her gut, nur dass natürlich da, wo die Ventile und die Zündkerzen sitzen, da ist es natürlich thermisch gesehen mit einem Wassermantel einfach immer besser als mit einem Luftmantel. Das Feeling hier drin ist eine 1+, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war gerade schon Vollgas, ne? Also bis 4000 kommt das da gar kein Lader. Gar nichts, ne? Man darf halt nicht vergessen, guck mal, 70er Jahre, da sind andere Autos noch mit einem Vergaser durch die Gegend gefahren. Mhm. Und ihr kennt ja den Content der letzten Jahre. Den Turbomotor muss man immer irgendwie regeln. Man muss den Ladedruck regeln, man muss die Einspritzmenge regeln, man muss alles regeln. Und das heißt, das ist hier wirklich, das war damals der Anfang von jeglicher Turbotechnik. Also wir müssen nachher auf jeden Fall mal einmal hinten unter die Haube gucken, wie das Ganze da so aussieht. Ja, wir wollen ja echt im zweiten Gang überall lang, ne, auf der Landstraße. Ich finde beim Turbomotor ist immer,
dieser Moment, wenn man das erste Mal Gas gibt. Wenn man wirklich beim Turbomotor nicht. Bei einem Saugmotor ist es ja immer so, da merkt man schon, wie der unten raus geht, dass sich da nach oben raus, da kommt natürlich noch ein bisschen mehr Leistung, aber der wird oben raus jetzt nicht. Aber kommt kein Schlag, ne? Ja. So, ne? Und hier ist es ja schon so, der Motor hier, der wird irgendwann. Kommen. Andererseits, wir reden jetzt ja auch nur von 260 PS, ne? Aber klar, 260 PS sind 260 PS. Oh. Ah, krass, hätte ich aber nicht gedacht, dass der doch so. Ganz oder gar nicht, ne? So, dass der dann so, ich sag mal so 4, 4,5, das ist halt echt krank, ne? Das ist heutzutage würde man niemals mehr so einen Motor bauen, der da erst losgeht, ne? Mhm. Und damals war das wirklich vollkommen normal, dass bei der Drehzahl erst der Motor losgeht. Guck, jetzt habe ich so einen dritten. Hast du gerade mir eins nochmal gedrückt, oder? Ja, jetzt sind wir in der Eins. Der ist so lang übersetzt. Du musst das hier wirklich in der Eins rumfahren. Aber guck mal, ist jetzt ja nicht so, dass er viel zu kurz ist, ne? Ja. Ja, ich glaube, das wird gleich noch Spaß machen. Ich finde auch so die Materialien hier einfach irgendwie. Ja, vor allem alles immer, man darf nicht vergessen, 50 Jahre alt, ne? Mhm. Überleg mal, 50. Nico, meinst du, soll ich erster Gang mal? Ja. Hier Ortsausgang. Klar. Guck mal, man denkt, du bist im zweiten, das ist immer noch der erste, ne? Mhm. Boah, kommt nichts. Und jetzt kann man noch nicht mal sagen, der ist so abgestimmt, weil da ist nichts dran abgestimmt. Das ist mechanisch einfach so. Der wird garantiert gar keine Ladedruckregelung haben, sondern der wird einfach nur ein Wastegate haben, ein externes, wo eine Feder drin ist, die sich aufdrückt. Mhm. Das wird alles sein. Fühlt sich so wild an. Ja, definitiv. Der kommt auf Drehzahl auch richtig, ne? Also klar, man hat nur so ein Fenster so von 5 bis 6,5, aber da hat er Bock. Vor allem, was halt wirklich geil ist, das muss man schon sagen, wir sitzen hier in einem 50 Jahre alten Auto und das Ding funktioniert einfach, ne? Ja. Öltemperatur gut, es geht alles. Klar, da wird natürlich Porsche hier eins der Sahneschnitten rausgeholt haben. Auch krass ist gegenüber dem Taycan, wie eng wir so aufeinander sitzen. Ja. Also untenrum merkt man natürlich diese 6,5 zu 1, wie das Ding erstmal gar keinen Bock hat. Ja, und dann ist aber auch wirklich so voll in die Fresse, ne? Vor allem, wenn du das Ding mal wirklich die Gänge ausdrehst und du bist bei 6,5 und du schaltest. Ja, also der ist schon echt lang übersetzt. Dann bist du ja wieder in dem Fenster, wo erstmal wieder kein Druck kommt, ne, bevor der wieder loslegt. Ich denke mal, das wird genau passen. Aber du wirst den schon definitiv ausdrehen müssen. Das wird man auf jeden Fall machen müssen. Aber was halt krass ist, ist, wie schmal das Fenster ist. Weil wenn man ehrlich ist, wir haben jetzt den tiefsten Gang. Wir fahren jetzt 50. Da ist immer noch kein Druck. Sondern der Druck kommt im ersten Gang erst bei 60. Also wo bei aktuellen Autos der erste Gang schon lange wieder vorbei ist. Aber der Wetter ist echt schade. Ich meine, ist jetzt für die Autos egal. Aber warte, wir suchen den ESP-Knopf noch. Das ist zum Beispiel so ein Auto, wo ein ESP auch gar nicht funktionieren kann, weil ohne ABS, ohne E-Gas, also mit Seilzug und ohne Ladedruckregelung, hast du ja als Steuergerät gar keine Möglichkeit, den Fahrerbefehl des Vollgasgebens wegzunehmen. Weil du kannst weder die Drosselklappe zumachen, du kannst nicht den Ladedruck runterregeln und du kannst auch keinen Bremseingriff machen. Also es funktioniert technisch gesehen auch gar nicht. Interessant wäre mal, was so ein Ding, wo in eine Runde Bilzerberg fährt. Aber wie bremst der so? Weil es macht keinen schlechten Eindruck. Er hat auf jeden Fall irgendeine Bremskraftunterstützung. Das hat er definitiv. Servolenkung vermisse ich während der Fahrt gar nicht. Ja. Das ist vollkommen. Ja, wenn du einmal rollst, ist es ja auch eigentlich gar nicht mehr so wild. Und halt vorne kein Motor. Ich will mal in den Spiegel reingucken, aber. Ja, hat keine. Macht er schon Meter, ne? Ja. Ich finde, man hört wirklich wenig Turbosound. Mhm. Hatte ich auch mit viel mehr gerechnet. Das wird ganz, ganz, ganz wenig Ladedruck sein, der hier fährt. Du hörst überall mechanische Geräusche und so, aber. Das werden irgendwie so 0,3, 0,5 Bar, denke ich mal, so in dem Dreh. Echt, meinst du? Ja. Ich glaube nicht, dass es mehr ist. Gefühlt, also es wird ein riesen Turbo sein, der einfach nur mitläuft. Also halt wirklich einfach ein Konzept gebaut, was halt auch theoretisch Rennstrecken geprüft ist. Auf jeden Fall vermisse ich gerade so ein bisschen die Sitzlüftung aus dem Taycan. Nein, aber einfach cool, ne? Also das Gefühl hier drin ist schon Hammer.
Das ist ein Auto hier, wo ich 0,0 ein schlechtes Gewissen hätte, auch weitere Strecken mitzufahren. Also ja. er fährt, wenn man sich so ein bisschen natürlich an so diese Gasannahme und so Zeug gewöhnt hat, fährt er schon geil. Verschiedenste Autos. Da ist noch ein Cayenne zwischen Panamera. Am meisten reizt mich definitiv als nächstes 944. Bin ich noch nie gefahren. Mhm. Ganz anderes Konzept. Motor vorne mit Hinterachse. Motor vorne mit Heckantrieb. Mit Heckantrieb, genau, sorry. Wie das als Turbo so fährt. Und klar, dann am Ende Chrome de la Chrome, aktueller 992 Turbo S. Das wird halt die Perfektion im Auto sein. Das Chrome de la Chrome. Creme de la Chrome. Glaubst du denn, jemand, der gerade einen Führerschein gemacht hat und der setzt ihn in das Auto rein, dass er dann klarkommt? Oder fährt das so ganz kompliziert? Nö, klarkommt schon, ne? Aber geil, der dreht echt durch. Also der Begriff Witwenmacher ist schon gar nicht unbegründet. Weil, weißt du, wir beide saßen schon öfter mal in so einem Auto. Wenn du aber nicht so drauf vorbereitet bist oder das Ganze mal so im Zweiten passiert. So, hier können wir jetzt mal schön gucken. 3000 Umdrehungen Vollgas. Ja, boah, guck mal hier, den oberen, den geht so, ne? Auf jeden Fall knallt er. Echt? Ja. Hab ich gehört. Aber auch da hörst du so ein richtiges Turbogeräusch nicht wirklich. Nee. Also doch, man hört den Unterschied zwischen wenn er auf... Man hört schon, dass er auf Last ein bisschen mehr Druck im Auspuff hat, als wenn man nur Gasstöße gibt. Das hört ja, man schon. Klar. Ja. Aber man merkt daran, wie die Kamera da vorne, wenn ich vom Gas gehe, dass halt schon Druck hinter ist. Ja, 260 PS sind 260 PS, ne? Ist ja eigentlich schon fast wie mein Nissan. Ja, stimmt. Du hast auf 400 Kilometer wiegt. Ja. Wollen wir mal gucken hier. Du weißt halt, wie lange es dauert, ne? Die Autos ein bisschen zu formieren. Komm, ja, wir laufen mal einmal außen rum und stecken mal das Auto kurz. Und? Fährt mega. Ja, fährt also, auch schnell los, ne? Ah. Es ist wirklich puristisches Fahren. Ja. Muss man so sagen. Der kommt auch ganz gut vom Fleck, habe ich vorhin einmal gesehen. Wirklich krank langes Getriebe. Du fährst hier so auf der Autobahn, fährst du 80, 90, wenn du beschleunigen willst, im zweiten Gang. Ja. So, erste irgendwie, was weiß ich wohin. Drehzahlbegrenzer sauhart, also Herz bleibt stehen, wenn du das erste Mal ganz reinfährst. Aber ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut das Ganze fährt. Also gut heißt einfach, das ist tatsächlich ein Auto. Und wir sind ja schon viele Autos gefahren, wo man sich reinsetzen würde und würde bis zum Wörthersee mitfahren. Ja, ja, ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, das Ganze vor 50 Jahren. Ja. Ja, warst halt schon der King. Da warst du auf jeden Fall der King. Ja. Wie waren die preistechnisch damals, was den Neupreis angeht? War das für jedermann bezahlbar oder war das utopisch teuer? Das war, also der Turbo war für uns als Porsche damals oder für Porsche damals ein Sprung in die Luxuskategorie. Warum? Weil es der erste Porsche war, der teurer als ein Ferrari wurde. Ah. Genau, und deswegen war der halt wirklich höchst exklusiv.
Und aber so im Verhältnis zu einem normalen 911er, das Doppelte? Nee, also ein Drittel mehr. Ach so, ja, aber ein Drittel mehr ist ja, ein Drittel ist ein Drittel, aber... Karosserie anders, breiter, Porsche 917, Motorsportbremsanlage, Turbolader, ja, also viel mehr Ausstattung quasi im Basisfahrzeug schon. Und das ist halt auch so diese... Ich sag schon so, dieser Ur-Turbo-Kotflügel, ne? Weil der, guck mal, der kommt ja wirklich einfach mal so 10 cm gleich raus. Ne? Vor allem, das war kein, also in der Anfangszeit, weil man gar nicht einschätzen konnte, wie erfolgreich wird der. Zur Ölkrise und so hat man eher gedacht, viele wird man nicht verkaufen. Dann hat man die noch von Hand verbreitert, also von Hand aufgeschweißt. Quasi wie Radlaufverbreiterungen. Also erst später wurde das dann Pressteil. Richtig Manufaktur. Richtig, ne? Manufaktur, ja. Ich persönlich bin wirklich gespannt, 944, wie das fährt. Ja. So, wie das so im Verhältnis, ob mich das auch so abholt oder ob dieses Konzept Motor vorne, Transaxel, Getriebe hinten, Heckantrieb, ob das für die Zeit nicht so ist. Wie, fährt der auch so puristisch krass oder ist der schon ein bisschen softer? Auf der einen Seite fährt der puristisch krass, auch von der Leistungsentfaltung ist er typisch Turbo. Aber durch die Gewichtsverteilung fast 50-50 fährt er sehr viel neutraler einfach. Okay, ja. Also als nächstes 944. Ich glaube ja. Sehr gut. So, weiter geht's. 944 Turbo. Beim Einsteigen merkt man schon, ehrlich gesagt, ganz anderes Auto. Mhm. Wie weich der auch ist, ne? Also das, der allererste größere Unterschied zwischen 930 Turbo und 944 Turbo gerade ist 4 Zylinder, 6 Zylinder, 2,5 Liter, 3 Liter. So, der ist einfach 10 Jahre auch neuer, jünger. In diesen 10 Jahren hat sich einfach viel getan. Heißt so Spielchen wie hier. Ja, krass. Elektrische Sitze, Servolenkung. Ich bin selber das Auto nie gefahren, bin selber gespannt. 4 Zylinder Turbo vorne, Transaxel, Getriebe hinten, Heckantrieb. Somit hat das Auto nahezu 50-50 Gewichtsverteilung. Das heißt, er soll sehr homogen fahren. Wie findest du den so rein optisch? Weil, was ich so festgestellt habe, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Also 944 Turbo optisch kommt ganz drauf an, wenn man ihn als Serienauto betrachtet. Weißt du, eben gerade den 930 Turbo, das ist ein Auto, den kannst du selbst serienmäßig einfach hinstellen, ist einfach schön. 944, ganz anderes Auto, hat auch einen gewissen Charme. Allerdings, finde ich, müssen da dann andere Felgen drauf. Der muss tiefer, der muss ein bisschen mehr Leben bekommen. Ja, stimmt, ja. So, ne? Und ist für mich auch ein bisschen, tatsächlich geht so ein bisschen in die Audi-Richtung vom Interieur her. Wenn ich hier so Drehzahlmesser, Tacho und so, das ist so Audi 80, Audi 90, so die Zeiten. So, witzig ist auf jeden Fall, wir haben eine Ladedruckanzeige. Wir haben hier tatsächlich. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, ich würde vom Bauchgefühl her sagen, dass da Umgebungsdruck mit drin ist. Also ein Bar ist noch kein Ladedruck. Deswegen zeigt sie auch, wenn ich vom Gas gehe, quasi null an, weil er bis null wegzieht. Aber sonst gegenüber dem 930 ganz anderes Auto. Ja. Fährt viel smoother, viel weicher, leiser, nicht so ruppig. Man sitzt ganz anders in dem Auto. Guck mal, wie weit wir schon wieder auseinandersitzen. Wie viel größer das Auto ist. Die Config mit dem Beige innen ist natürlich heavy, aber cool irgendwie. Also jetzt, ich finde es nicht schlecht. Jetzt nicht schlecht. Achso, Schiebedach, Spiegel. Alter, hier, guck mal. Mit Equalizer von Blaupunkt. Kannst die einzelnen Frequenzen in dem Radio hoch unterschieben. Leistungsmäßig sind die ja ähnlich. Ja, wie viel hat der? Weißt du das? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß jetzt leider nicht genau das Baujahr von diesem Fahrzeug, das ging jetzt gerade alles so schnell. Ich weiß aber, es gibt zwei verschiedene 944 Turbo, da gibt es irgendwann einen Modellsprung und ein Turbo S sogar noch. Ah, okay. Ja, man merkt halt, das Auto ist deutlich schwerer auch, ne? Ah, da kommt der Vierzylinder. Was halt bei dem Auto ganz cool ist, das ist halt wirklich so dieser herkömmliche Vierzylinder, also herkömmlicher. Jetzt nicht dieser herkömmliche VW Vierzylinder, weil 2,5 Liter. Also man merkt, das ist nicht ein 1,8er Vierzylinder, sondern einer mit 2,5 Liter. Und ja, ich habe immer so ein bisschen drüber nachgedacht, das wäre ein Auto tatsächlich, was mal eine Basis wäre für einen großen Turbolader. Dass man hier ein bisschen Saft reinmacht. Ja. Aber klar, hier so aus dem Keller raus, guck mal, bis 3000 geht er los, dann 4, 5, das braucht er schon an Drehzahl.
Also großer Unterschied zwischen 39 und 944 ist auf jeden Fall, hier bist du wirklich weit weg davon, dass es ein gefährliches Auto ist in Form von, dass irgendwie das Heck ausbricht oder ähnliches. Das muss man bei dem Auto, glaube ich, schon eher wieder massiv provozieren. Guck, unten aus geht da gar nichts. Das ist vom Fahren her schon, ich will nicht sagen unspektakulär, ja, aber nicht so wild. Ne? Also ich finde, der hat krank viel Traktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen gleich mal den ersten Gang ein bisschen testen. Was halt daran liegt, dass Gewichtsverteilung 50-50 ist. Und das heißt, das wäre eigentlich eine geile Basis, um ein Auto zu bauen. So, ne? Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gesehen, 944 mit Leistung. Ich weiß nicht, ob die Motoren dafür gut geeignet sind oder nicht geeignet sind, aber so wie man Porsche kennt, sind alle Motoren dafür eigentlich geeignet. Guck mal, das ist halt Vollgas, ne? Übrigens, erste Generation mit Airbags. Krass, was das für ein Prelltop ist, ne? Was das für ein riesen Airbag damals war, ne? Heute ist so ein Airbag da einfach so ganz klein nur noch in der Mitte und damals dieses ganze Ding Airbag. Wie viel mehr Sicherheit das Auto dann doch schon gibt. Ne? Ja, nee, also ist wirklich im Vergleich zum 39 ist das Ding hier, ich will nicht sagen eine Badewanne, aber schon deutlich, deutlich sicherer. Das ist so eine Strecke hier, Alter. Vor allem, was halt krass ist, guck mal, wie dafür, dass es nass ist, wie wenig der untersteuert. Ne? Ja, das ist schon gerade, also was das für Nässe, ist das schon wirklich krank. Gutmütig ausgelegt, das Auto. Einfach bedingt durch diesen Vierzylinder mit Transaxel. Wir sitzen ja auch relativ weit hinten in der Kiste. Wenn ich sehe, wie weit wir bis zu den Scheinwerfern haben, ist das schon echt. Also vom Konzept mit Motor vorne, Heckantrieb, Transaxel, finde ich es eigentlich ziemlich geil. Ja, nee, das ist definitiv. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Na guck mal, wenn ich hier mal ein bisschen Kupplung. Merkst du das, wie der beißt sich ja einfach nur hinten im Boden. Ja. Also hat definitiv einen gewissen Charme, das Auto, aber man muss einfach sagen, für denjenigen, für den ein Porsche ein 911er ist, wird dieses Auto niemals in Frage kommen. Das stimmt, ja. So, weil es ist einfach ein Unterschied, wenn der Motor vorne sitzt und nicht hinten sitzt, dieses komplette 911-Feeling, das fehlt einfach. Es ist kein Rennwagen, es fährt extrem gut, extrem sicher, extrem safe. Vielleicht ist das aber auch tatsächlich der Grund, warum das Auto jetzt nicht so beliebt ist. Weil jeder, der so ein Auto kauft, der will ja auch ein bisschen abgeholt werden. Also entweder muss es einfach wirklich krank schnell sein oder es muss halt gerade irgendwie besondere Emotionen auslösen. Aber das hier ist halt einfach ein, ja, es ist halt immerhin ein Turbo. Darf man aber nicht vergessen, es gab dieses Auto ja auch als Basismodell, als Nix Turbo. Das ist dann natürlich nochmal ganz was anderes. Ne? Als Turbo ist es immerhin so, dass mehr Leistung vorhanden ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte in den Jahren mir dann schon eher ein anderes Auto gekauft. Soundtechnisch ist natürlich mit dem Vierzylinder hier, ja, ich will nicht sagen unterste Liga. Da ist man, also Sound muss man auch ganz ehrlich sagen, ist man bei alten Autos wirklich am Arsch im Verhältnis zu neuen Autos. Weil wenn man sich überlegt, wie geil, gut aktuell neue Autos klingen, muss gar nicht jetzt der GT3 sein. Hm. Kann ein normaler 911er sein, kann ein normaler Golf GTI sein, die ganzen die BMWs. So, wenn man das mit damals vergleicht, selbst ein E36 M3. Man muss jetzt Golf sagen, mal Serie, ne? Klar, ja, klar, Serie. Genau, weil klar können die Autos natürlich auch mega gut klingen. Und die meisten sind ja auch mit dem Sportauspuff dann irgendwie unterwegs. Aber stimmt, rein von Serie ist inzwischen. Beste Beispiel, Golf 3 V6 damals. Klingt von vorne wirklich nach einem geilen Motor. Ein ganz eigenes Geräusch. Hinten kommt auch ein gar nichts raus. 0,0. Ne? E36 M3 kommt hinten auch nichts raus. Überall Sportauspuff drunter, dann klangen die Autos. Ne? Das war halt einfach so. Machst du hier eine schöne Edelstahltüte drunter mit ein bisschen Volumen, klingt das Auto auch gleich ganz anders. Ja. So, ne? Aber das haben die Hersteller definitiv gut gemacht, dass die Autos jetzt heute so gut klingen. Da gab es Phasen zwischen, wo die Autos einfach auch schon zu laut waren für Serie. Mhm. Deswegen wird es erst diese ganzen Diskussionen mit den ganzen Posern haben, dass es halt einfach nervig ist, wenn man mit diesen lauten Auspuffanlagen dann noch durch die Stadt fährt. Mhm. Früher war es halt nur eine Randgruppe, ich nenne sie jetzt mal die Randgruppe Tuner, die ihre Autos lauter gemacht hat. Wenn jetzt serienmäßig alle Autos so laut sind, ist natürlich die Lärmbelästigung in Summe natürlich viel, viel mehr. Ne?
Wenn wir gleich anhalten, gucken wir auf jeden Fall noch einmal unter die Haube. Und dann bin ich mir aber ziemlich sicher, wird der, erstmal gibt es Mittag, und dann der Umschwung zum 992 Turbo S zeigt dann wieder, wie geil halt ein Elva ist. Eine Sache ist mir aber aufgefallen, dass der Schlüssel hier rechts ist. Ist das ein 911er-Ding oder beim Cayenne ist er doch auch links, ne? Also eigentlich ist er bei Porsche immer links, hast du recht. Ja, weil das mir... Habe ich ja vorhin im Taycan auch noch gesagt, nur hier ist er tatsächlich rechts. Ja, hast du recht. Haben sie damals beim 944 vielleicht gesagt, nö, da machen wir das nicht. Ich weiß nicht, ob damals vielleicht auch so ein bisschen die Zeit war, dass es vielleicht nicht cool war, dass beim Elva der Schlüssel links ist und dass ein Elva war. Und man wollte einfach mal probieren, was Neues zu erkunden. Aber ist einfach kein Elva. Punkt. Ist einfach so. Ich wollte unbedingt noch einmal unter die Haube gucken. Oh, der sieht aber gut aus. Ich meine, er hat ja auch kaum Kilometer runter, ne? Ja. Okay. Tempomat. Er hat Nico. Schön mechanisch. Ja, vor allem, Alter, guck mal, was das für ein Aufwand damals war. Hier ein Tempomat reinzubauen. Ach, der fährt hier immer hoch und runter. Also der ist jetzt nicht wegen euch da. Das ist normal, ne? Testbetrieb. Ja, ganz normal. Testbetrieb, ja. Hier fahren immer Gruppe C-Autos hoch und runter. Ich glaube, der fährt... I will do it, no worries. Ich glaube, der fährt den gerade warm für uns. Nein, aber schon krass. Das war kein Witz. Echt schon krasser Aufwand. Ja. Mein Auto ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ist Welten zum 39, fährt gleich gefühlt 30 Jahre neuer. Ja. So, er fährt wirklich perfekt. Also, was wirklich richtig cool ist, wie ausgeglichen er fährt. Ja. Selbst bei dem nassen Regen jetzt kein Untersteuern, kein Übersteuern, der fährt einfach vor sich hin. Aber mit dem Vierzylinder selbst, also ich will gar nicht wissen, wie dann so ein Basismodell davon fährt ohne Turbo. Ja. Aber selbst der Vierzylinder mit Turbo ist halt, ja, ich will nicht sagen emotionslos, aber es ist so ein typisches Auto. Ich glaube, so ein bisschen wie ein Auto, was schon fast zu gut ist, dass es dann wieder so emotionslos wird. Ne? Emotionslos, ja, der kann halt, ich sag mal, das ist so der Aristokrat unter den Autos, der kann halt alles wirklich super gut. Du fährst damit sicher, du kannst ewig lange Strecken fahren, relativ entspannt, hast einen großen Kofferraum. Definitiv versprüht der 911 eine andere Form von Emotion. Definitiv, ne? So, ich habe auch schon überlegt, man hat relativ wenig getunte von den Autos, ehrlich gesagt, immer so gesehen. Ne? Dafür, dass es ja eigentlich Vierzylinder-Turbo eigentlich eine coole Sache ist. Ne? Ja, ist definitiv. Relativ wenig los. Oder wie ist deine Meinung so zu 944? Also ich hatte selber mal ein S2. Da fand ich eigentlich nur schlimm, dass der keine Klimaanlage hat, was mit den großen Fensterflächen und mit dem Getriebe, das ja im Kofferraum sitzt und die ganze Hitze strahlt in den Innenraum rein, ist es schon eine Nummer ohne Klimaanlage. Aber sonst finde ich die vom Fahren her richtig cool. Aber ich glaube, du hast es... Das stört mich jetzt. Ich lasse den jetzt abstellen. Über diese Nebengeräusche, die sind unangenehm. Aber du hast schon es sehr gut auf den Punkt gebracht. Weil es ist natürlich jetzt auch der Hardcore-Fall aus dem 39. Ja, so rein. Ne? Ja. Dann auch noch Serpentin und Regen, wo ja mit dem 39 das schon einfach geil ist. So, ne? Lada kommt, das Ding geht nach vorne, geht links, rechts, vorne, hinten. Und hier ist es halt so, beim Einsteigen merkst du einfach schon elektrische Sitze. Ja. So Airbag, Fahrer, Beifahrer, Klimaanlage, hat einfach alles. Ne? Ja. Das ist auch noch ein sehr später, das ist einer der letztgebauten. Der ist auch sehr umfangreich ausgestattet, macht ihn halt schwerer und so weiter. Ja. Aber ich sag mal, eigentlich erfüllt er ja seinen Zweck extrem gut. Weil so wie du ihn empfunden hast, das Auto auch konzipiert. So soll er auch sein. Und das kann er super. Ich glaube auch, dass da jede Menge Potenzial drin steckt, ein richtig schnelles Auto raus zu machen. Ja. So, ne? Wenn man bei so einem Auto damals angefangen hat mit Fahrwerk und Leichtbau und weil das Potenzial, die Basis ist definitiv halt. Die Endgeschwindigkeit ist halt brutal bei den Dingern. Ne? Also die Dinger laufen ja oben rum richtig. Also mit Scheinwerfer runter kommst du auf 250 locker. Was fährt so ein 39 Turbo, haben wir uns tatsächlich gefragt? Es kommt darauf an, wie mutig du bist. Bei dem 270, glaube ich, fährt der Viergang. Der Fünfgang ein bisschen schneller, aber so um die 270. Ich habe auch 270, 280 habe ich so getippt. Ne? Weil das steht echt gut im Futter, das Ding. Ne? Der Unterschied ist halt hier jetzt, heute preislich natürlich riesig. Wir sind hier bei so einem ganz frühen Auto, der ist einer der ersten, sage ich jetzt mal. Da liegt es bei mehreren hunderttausend Euro. Echt? Ja, ja. Da liegst du hier natürlich, davon kannst du hier 10 kaufen dann oder 15. Wie war zu damaligen Zeitpunkten so ein Auto im Verhältnis zum 911er, was den Neupreis angeht?
Die waren verhältnismäßig Turbo, teuer, ne? Ja, die waren dann am Ende teuer und nah an einem Basiselver. Mhm. Ne? Nah an einem Basiselver. Waren auch sehr gut an sich, hat sich auch sehr gut verkauft im Großen und Ganzen. Was halt damals einfach schwierig war, ist, dass du extrem. Also, du hast einen 911, Motor hinten, 6-Zylinder Boxer, hier hast du Motor vorne, 4-Zylinder vorne und so weiter. Ne? Was aber heute auch ziemlich cool ist, ist, dass das Auto im Unterhalt sehr genügsam ist. Klar, ein Turbo ist immer ein Turbo, aber als S2 ist es eigentlich ein super Alltagsklassiker für einen Einstieg, wer Bock auf sowas hat. Ich glaube auch, dass jemand, der damals so ein Auto gekauft hat, der wollte halt auch nicht unbedingt den 911er Sportwagen, sondern der wollte halt Porsche im Alltag fahren. Genau. Und das wird das Auto auch extrem gut damals gemacht haben. Du kriegst auch echt ein paar Bierkisten hinten rein und so. Also Kindersitz. Wir gehen jetzt erstmal Mittagessen, dann geht's weiter mit 902. Wir haben doch nochmal einen kleinen Zwischenstopp eingelegt im Panamera Turbo, erste Generation, mittlerweile 15 Jahre alt. Aber ich muss euch das einfach zeigen. Ich bin positiv überrascht von diesem Auto. Und vom Vorbesitzer und vom Fahrer. Und zwar Nico fährt. Ich habe es mir bequem gemacht nach dem Mittagessen. War doch ein bisschen zu viel Nachspeise. Und das Auto gehörte tatsächlich mal Udo Lindenberg. Das heißt, Udo saß hier auch wie ich. Denke ich mal. V8 Biturbo, 4,8 Liter. Serienmäßig Luftfahrwerk. In unserem Fall hier mit Keramik, mit Allrad. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben 500 PS, 560? Ich glaube 500 PS. 500 PS, weil es gab auch noch ein Turbo S, das ist hier nur der normale Turbo. Ja, aber ich finde immer noch, optisch ist ja der erste Panamera von außen nicht so meins. Aber ich persönlich... So everybody please roll to the right side. Copy, Code 60. Copy. Ich persönlich finde dieses Interieur mittlerweile eigentlich wirklich cool. Also ich habe weniger erwartet beim Einsteigen. Ich finde es Hammer. Für das Geld, was die Autos ja auch gerade so kosten. Es ist nicht ganz S-Klasse, aber es ist schon nah dran, muss man schon sagen. Also ich sitze hier echt. Nico macht den Chauffeur da vorne. Der erste Chauffeur Deutschlands, der hart am Gas ist. Der erste Chauffeur, der manuell schaltet. Der manuell schaltet und der vorm Fahren schon das ESP alles ausmacht. Nee, Nico fährt tatsächlich immer auf manuell. Sonst halt hier mit Displays. Elektrische Solo. Ich war mir auch erst nicht sicher mit der Ausstattung, aber ganz ehrlich. Udo hatte schon Geschmack, ne? Ja, da das mehr so ein Dunkelrot ist, finde ich das gar nicht so verkehrt. Also selbst vorne die Sonnenblenden etc. in Rot, Himmel, Schwarz, Alcantara, kann man schon machen. Ah, jetzt verstehe ich es erst. Du kannst mit jeder Scheibenwippe sowohl hoch als auch runter. Als auch runter, ja. Ist auch ein Pfeil drauf, wenn du den Daumen wegnimmst. Ah, fährt echt gut. Wie viele Kilometer hat der runter? Der hat 85.000 runter. Krass. Kommen wir zum Big Banger heute hier. Porsche 992. Ich dachte, du meinst mich. Porsche 992 Turbo, ne? Turbo S? Nee, Turbo. Turbo. Ja. Ah. Erste, was ich am Turbo wirklich bildschön finde, ich mag es einfach, sind die Positionen der Endrohre. Ja. Dann, dass die Endrohre leicht rausstehen und wie sie ins Heck eingelassen sind, finde ich einfach gut. Vor allem, wenn du hinter dem Auto herfährst, also tiefer sitzt, das sieht unfassbar aus. Das breite Heck, der Spoiler, die Auspuffrohre. Und es sind ja wirklich Rohre, keine Blenden. Es ist aber halt, muss man auch dazu sagen, wirklich ein fettes Auto, ne? Ja. So, ne? In allen Belangen, ja. Ja, nein, also es ist schon ganz schön, auch so dieser Radreifen-Kombi-Dimension. Ja. Das ist schon wirklich richtiges Auto. Es hat schon ziemliche Schultern. Normaler Turbo, 580 PS? Ja. 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Hey. Läuft. Aber aktuelles Modell. Ah, geil. Ja, brandaktuell. Ja, also ehrlich gesagt, für mich ist es eigentlich die beste Präzisionswaffe auf vier Rädern, die es eigentlich gibt. Immer der aktuellste Turbo 911 vor allem. Ja, persönlicher Geschmack. Ich mag das Auto einfach unglaublich. Ist extrem souverän. Favorit, ne? Ja. Ja, also ich muss auch immer wieder sagen, Porsche Turbo, einfach die Macht. Aber dafür sind wir da, wir fahren jetzt runter. Jetzt geht das los. Jetzt sind wir zu Hause, ne? 992 Turbo, aktuelles Modell, ganz fresh, 650 Pesen. Das suchst du? Mit Start-Stopp. Geht einfach aus hier, aber dafür haben wir ja diesen schönen Knopf. Und deswegen gehen wir einfach mal auf Sport Plus, würde ich mal vorschlagen, ne? Das klingt gut.
Ja, kommen wir zum letzten Auto heute. 992 Turbo. Wir sind zu Hause angekommen. Wir sind oben an der Fahnenspitze angekommen. 650 PS, brandaktuelles Auto. Reinsetzen, losfahren, glücklich sein. Ist bei diesem Auto definitiv so, weil ich finde, es ist genau die richtige Mischung aus analog, digital, schon noch ein paar wichtige Knöpfe so. Hier, ganz wichtiger Knopf. Ja, gefällt mir auch echt wirklich sehr gut. Ja, ganz wichtig bei dem Fahrzeug natürlich immer Sport Plus Modus. Ein Muss. Abgasanlage ist eh klar. Fahrwerk und so weiter. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also man merkt halt auf den ersten Metern einfach schon, wie viel mehr Auto mittlerweile in so einem Ding drin steckt. Also allein schon, guck mal, wie schön der anfährt, ne? Ja. Boah, der Klang, Alter. Krass, ne? Du bist ja eigentlich GT3-Fan mehr so, ne? Ja, definitiv, ja. Ja, what up. Das heißt nicht, dass ich das nicht feiere, so ist es nicht. Ich gehe mal auf Sport, sonst geht nämlich manchmal hier so Launch Control und sowas nicht. Ja, die ersten Unterschiede gleich einfach. Also man merkt bis heute, dass es ein sportliches Auto ist. Aber geil ist halt wieder, das haben sie jetzt bei den aktuellen Autos hinbekommen, wie viel Druck da so gefühlt in dem Auspuff so drin ist. Ne? Also wie direkt das Ganze so ist, das ist schon echt krank. Auch das Getriebe, wie das scheitelt. Ja. Also gefühlt ziehst du am Hebel und der Gang ist schon drin. Vor allem 7 Gang. Ja, nee, also gleich auf den ersten Meter kann ich sagen, Innenraum ist für mich definitiv eine 1. Hätte ich wirklich nichts, was ich verbessern oder ändern würde. Ich finde es einfach geil, noch einen analogen Drehzahlmesser zu haben. Knöpfe, alles. Ich finde auch den Joystick in der Mitte cool, auch hier, dass so das 911 nochmal so ein bisschen eingelassen ist. Ja, es ist wirklich perfekt eigentlich. Und also, ich bin mir ziemlich sicher, was gleich kommt, wenn man hier einmal mit durchlädt für ein Serienauto. Ne? Das ist dann aber auch oberste Fahnenstange eigentlich. Ja. Ne? Das ist schon fast so GT2-mäßig, nur halt Allrad. Turbo ist halt immer Allrad. Mhm. Und noch so ein bisschen hier, guck mal, das ist ein ganz normaler Innenraum, da ist ja alles drin. Das sind jetzt ja hier nicht irgendwie Schalensitze, guck mal, da sind auch noch 2 Sitze hinten drin. Mhm. Also der Klang so ist für ein Serienauto schon echt pervers. Und das so aus Drehzahlkeller. Ja. Weißt du, der zieht das so in eins durch, als wenn es keinen Morgen gibt. Und was halt wirklich krass ist, was man selber immer, also was ich selber auch erst nicht geglaubt habe, ist, dass die Turbos selbst immer noch auf der Rennstrecke geil funktionieren. Also sie werden auf der Rennstrecke relativ wenig gefahren, aber selbst die mit dem Allrad ab 901 funktionieren einfach nur geil. Ja, diese Schaltvorgänge sind einfach nur... Ich finde es immer krass, wenn du als Beifahrer schon merkst, wie gut das Auto fährt. Diese Schaltvorgänge, ne? Ja. Das Ding liegt wie ein Brett und schon haben wir 250. Alter. Gut mit dem. Aber das ist wirklich nur so Bremse antippen, ne? Hammer. Also ich sage dir, wir würden uns mit dem Ding auf der Rennstrecke auch direkt wohlfühlen. Ah, das glaube ich. Wirklich. Das glaube ich sofort. Losfahren, glücklich sein. Ah. Alter, gefühlt fällt das Getriebe raus bei jedem Schlag, ne? Ja. Guck mal, 92. Stabil, wir fahren über 300. 315. Krank. Und jetzt die Downshifts sind einfach das Geilste. Echt Hammer. Also
sonst würde man ja immer sagen, wir brauchen eine Rennstrecke. Und, ja, wäre wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt. Aber Autobahn ist, glaube ich, schon das, wo das Auto auch... Das ist genau sein Revier hier, ja. Ne? Mit dem Zusatz, er kann wirklich alles. Also das Ding geht so krank aus den Ecken auch raus mit dem Allrad. Mit Sicherheit gibt es Strecken, da hat der GT3 immer Vorteile, weil er von der Kurvengeschwindigkeit natürlich höher ist. Aber auch so Nordschleife und sowas. Ne? Und jetzt, guck mal, mit Lane Assist kannst du mit der Kiste jetzt theoretisch sogar ein bisschen Nordschleife fahren. Das ist, glaube ich, auch der erste Turbo, ehrlich gesagt, der Lane Assist hat. Wahnsinn. Naja, einfach geiles Auto, muss ich wirklich sagen. Das ist übrigens ein Auto, was ich auch manuell fahren würde. Ja. Weißt du, weil das da, auch manuell da sind die Shifts einfach so geil, dass das einfach bockt. Aber schon krass, wo man so gelandet ist, was so leistungsmäßig Serie geht. Ne? Wie geil diese Gänge so. Ja, das Schalten finde ich wirklich am beeindruckendsten. Man hört auch die Lader hinten. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, wir sind gerade den 39 Turbo gefahren. Ja. Alter. Also da merkt man halt die 50 Jahre Technologie und Entwicklung, weil, ja okay, wir sind mit dem 39 nur auf der Landstraße gefahren, das reicht in Anführungsstrichen für das Auto schon, ne? Guck mal, hier fährst du jetzt 200 mit Lane Assist, ne? Muss man einfach mal so sagen. Aber trotzdem, dass die Grundphilosophie immer noch die gleiche ist, ne? Ja. Wie damals. Ah! Guck mal, wie krass der gerade ausfährt, ne? Schon haben wir wieder 300. So, halte ich mal ein bisschen mehr fest gerade. Stütze ich mal so ein bisschen ab. So, guck mal. Krass, ne? Ja, er hat dein Gurt sich auch voll angezogen. Ja. Also, ich sag immer bei diesen Autos, muss man sich auch immer trauen, eine Vollbremsung zu machen, ja. Weil das ja auch in dem Moment wirklich richtig, richtig, richtig bremst. So, ne? Also das bremst schon geil, wenn man nur den Fuß drauf legt, aber wenn man da wirklich reintritt, merkst du richtig, wie du eigentlich im Auto... Wird richtig der Anker gesetzt, ne? Wenn ich mir ein Porsche in dem Segment kaufen müsste, hätte ich bis vor kurzem mir auf jeden Fall immer einen Turbo eher als einen GT3 gekauft. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr auf Trackdays unterwegs sind, sieht man natürlich häufiger die GT3s als die Turbos. Aber wie du merkst, eigentlich ist der Turbo das perfekte Auto. Ist das so, ne? Weil man darf auch nicht mehr vergessen, das ist jetzt hier einfach nur die Basis. Ne? Steck da mal einen Auspuff dran, den du gar nicht brauchst, weil klingt auch so geil. Ein bisschen an der Leistungsschraube drehen. Ach, hier kommt noch so viel Leistung, das Ding hat noch so viel Potenzial, dass das wirklich einfach nur krankes Auto ist. Also, was das angeht. Wir müssen ihn unbedingt einmal von außen noch zeigen. Also Benni, ich muss sagen, 911 Turbo, 992 Turbo, braucht man sich nicht mit zu verstecken, ist einfach ein perfektes Auto. Ich glaube auch. Den nimmt man so, wie er ist. Nein, also wir haben gerade im Auto drüber gesprochen. Normalerweise hätte ich immer ein Turbo genommen, jetzt viel auf der Rennstrecke unterwegs gewesen, so ein bisschen in Richtung GT3 gegangen. Wenn man dann aber wirklich einmal wieder so ein Turbo fährt und mal seit langem wieder in den Genuss des Beschleunigens kommt und halt nicht auf der Rennstrecke die letzte Zehntel sucht, ne? Wie dieses Auto einfach durchbeschleunigt, schaltet, bremst, liegt, fährt, ist einfach krank. Und du kommst immer noch entspannt an, weil die sind echt tolle Reisefahrzeuge auch mittlerweile. Also es hat einen speziellen Charakter, sage ich jetzt mal, so ein Turbo. Ich war vollkommen fassungslos, dass das Ding sogar selbst Lane Assist mittlerweile hat. Ja, voll ist, so, ja klar. So, aber GT3 hat das nicht, oder? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, ob es aktuell, ich wüsste nicht warum, aber der Turbo-Kunde will halt quasi alles technisch Mögliche, Machbare in einem vereint haben, das war schon immer so und darum hat er in der Regel alles. Mega. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, auf die nächsten 50 Jahre Porsche Turbo. Mal gucken, was in 50 Jahren so geht, ob wir dann hier immer noch stehen und sagen, ah, damals der 992, der ist ja so beschissen gefahren. Die weiß das nicht, wie sie dann heißen. Ja, ja. Nein, aber der Umschwung zwischen 39 und 992 ist schon... Wenn man nur diese kurze Passage Autobahn gerade mit dem 939 gefahren wäre, Welten. Vor allem, du musst überlegen, also du spürst heute ja ganz klar, was in 50 Jahren passiert ist. Ja. Jetzt denk noch mal 50 Jahre weiter und die ganze Entwicklung ist ja jetzt noch schneller eigentlich. Und, also, und die ganzen technologischen Features haben wir jetzt ja noch nicht mal gar nicht richtig genutzt. Ja, genau. Geht ja wirklich erstmal nur um das Fahren. Der erste Eindruck, absolut. Ja. War ein mega Tag, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.